Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS22 im BG Challenge Projekt. Mit dabei Tensuko Sege und Staatsfeind TV. Grüße. Hallo. Eine neue Woche ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. So nicht anders. So, will jetzt hier irgendjemand nicht schlafen? Ah, doch. Also ich wollte sehr gut schlafen, ich habe trotzdem ja gedrückt. Gut. Nicht nur eine neue Woche, auch ein neuer Tag. Hochsommer. Juli. Aua. Ich häng fest. Oi. Seit wann haben wir hier denn Bäume? Waren die beim letzten Mal schon da? Die waren eben schon da. Ich war noch nicht draußen. Man lässt ihn so oft so selten raus. Ja. Der arme Junge. Ja. Wie war euer Wochenende? Ja. Und euer Start in die Woche? Und ich was läuft denn hier schon? Hervorragend. So, okay. Hervorragend. Guck nicht so genau hin, das muss so. Ja, gut. Die ersten Eier sind hier auch schon, fantastisch. Wow. Was ist eigentlich mit der Wolle? Haben wir die eigentlich noch im Blick und unsere Schäfchen? Wir haben hier eine Palette, die dreiviertel voll ist. Wir sollten uns ja so langsam, weil wir jetzt ja auf die 100 Punkte zugehen, auf die Reproduktion der Schafe konzentrieren. Oh, wir haben Geld, wir haben Geld. Darf ich kaufen? Darf ich? Was denn? Warte. Kokobons. Naja, die Idee war das geht ja, einen größeren zweiten Ladewagen. Ja. Ich hab da ja den Preis-Leistungssieger im Blick. Er hat jetzt gut abgeschnitten, tatsächlich. Aber ja, gut wäre, wenn hier mal Rainer Weiler schwaden würde. Oh, ja, ich guck mal, was ist denn hier? Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich war irgendwie hier. Ich auch nicht. Ich bin im Schwader, alles gut. Ich bin hier im Ballensammel-Dingsbums-Gedöns. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht in diesem Projekt. Dann mache ich das mal heute. Ich habe tatsächlich auch nicht geschwadet. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber gut. Huch. Siehst du da? Ich habe keine Ballen gepresst, deswegen passt das ja. Fantastisch. Auf, was ist denn gleich ein Schwader? Ich bin so ruhig. Na! Na, hör mal! Wie ist das Ding nicht mal eingestellt hier, oder? Okay, eine Frage weiter, oder? Die Arbeitsbeide ein bisschen kleiner stelle. Ja, hab oder ich gibt jetzt es andere Pläne? Nochmal bitte? Oder gibt es andere Investpläne? Ich bin mit allem fein, was du entscheidest, denn so. Dann 86.000. Von meiner Seite nicht. Wir verdienen ja hier auch, also zwar keine 86.500, aber wir verdienen Geld. Also von daher, feel free. Cool. Wir hätten vielleicht vorm Spulen in der letzten Woche noch Dings machen müssen. Was denn? Dass die Sägewerke voll. Aber die sind doch voll. Also voll, zumindest nicht leer, sagen wir es mal so. Ja, immer noch. Also ich glaube nicht, dass die leer gelaufen sind. Nö, das dürfte nee, eigentlich nicht. Leer gelaufen. Alto Belly. Die waren ja komplett rappelzappel voll. Ich dachte, dann hätten wir noch ein bisschen mehr Geld generiert, tatsächlich. So 3, 4, 500.000. Ja, gut, das kannst du natürlich ja haben, ne? Ganz knapp mit den anderen 200 Sägewerken, die wir noch haben. Nein, also, ich hätte noch ein Invest tatsächlich. Ein ja, Sägewerk. Okay, erzähl das mal. Fasilo. Ja, ja, momentan kein Gras, was da reinkommt, also nein. Mr. Fasilo. Der allerechte. Weil das Silo kommt noch im Ladewagen. Mal ohne Witz, ne? Ja. Also. Schwierig 50, bei mir. 50 Kubik. 132.000. Ja. Dagegen 47,3 Kubik für 86.000. Ui, ja. Da hast du wieder die Augen aufgehabt, mein Lieber. Da habe ich die Augen aufgehabt. Das ist der Wahnsinn. Aber so komplett auch, ne? Tatsächlich. Deswegen bist du fürs Geld zuständig. Digga, hast du hier schon einen Ladewagen? Hier, was ist das, einen Anhänger? Nee, den hast du letzte Woche hier drüben gegen auf dem Feld. Da bin ich jetzt gerade unterwegs und sammle genau, die restlichen Ballen ein. Ist jetzt drin. Okay, ah, toll. Jetzt sehe ich gerade, der Pickup ist konfigurierbar und kostet 15.000. Leck mich. ja, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Aber sind wir ja gleich soweit.
Welches Feld haben wir nach diesem im Auge hier? Ja, 130, 127, da müssen noch die Ballen abgegeben werden. Ja, bin gerade am Aufladen. Du könntest aber theoretischerweise schon abgeben, Dennis. Dann wäre die Mission wahrscheinlich fertig. Dann könnte man direkt schon neue annehmen. Und die Ballen kann ich trotzdem noch aufsammeln? Die kannst du dann noch immer noch aufsammeln, klar. Okay. Wie viele Anhänger hast du denn da schon? Nur die Schwarte könnte ich dann nicht mehr aufnehmen. Das ist das Einzige. Deswegen, also sobald alles gepresst ist... Ja, dann lass uns die Mission doch abgeben. Ich habe jetzt noch zwei Ballen liegen gerade. Hier hinten liegt auch noch einer, ne? Ja, den meinte ich. Okay. Ich würde sonst das hier mitnehmen einfach. Fahr die Anhänger weg, gib die schon ab und dann haben wir wieder zwei Slots frei. Willst du die da reinstopfen? Ich nehme sie mit hier auf die... Dann würde ich mal gucken, ob wir noch Silage-Missionen kriegen. Ja, können wir gerne machen. Jetzt, wo muss die 130 denn hin? Zur BGA? Ich guck grad. Pine Creek Ballen. Beides zu Pine Creek Ballen. Ja, das ist Opa der BGA. Gut, ich fahr dahin. Deine Silage-Mission. Hauptsache, die bleiben da drinnen hier, die Jungs. Das wäre schön, ne? Silage-Mission. Hervorragend. Ach, siehst du, in West, größerer Schwader war der ja auch in den Kommentaren. Stimmt. Hatten wir auch drüber gesprochen, größeren Schwader. Nimmst du die beiden Ballen mit rüber aufs nächste Feld, Dennis? Ja. Ja, hab ich. Hervorragend. Gucken wir mal nach Schwader. Was haben wir denn jetzt Scheiße, eigentlich? Kommt schon wieder hier jemand entgegen. Der Schweizerli. Linksverkehr hält da auch wieder nichts von. Schweizer, grüß dich. Danke fürs Platz machen. Stehst aber auf der falschen Seite. Wasser. Wasser. Okay, oh nein. Schwader 9,7 Meter 41.000. Was haben wir jetzt? Weiß das gerade jemand? Wahrscheinlich irgendwie nicht. 6 Meter oder sowas, ne? 90.000. Ja, von mir aus auch erstmal ein Schwader. Richtig reif, wir haben 92.000 Euro auf dem Konto. Von mir aus auch das und wir haben ja spätestens in der nächsten Aufnahmesession werden wir ja die ganze Silage verkaufen können. Und dann ist ja auch ein Ladewagen drin. Ja. Ich muss sagen, für die Ballen, der Autolot funktioniert hervorragend. Ja, nicht? Ja. War eine gute Idee mit dem Autolot, gell? Vor allen Dingen sind die Anhänger ja günstig. Mit dem integrierten Autolot hier. Was haben wir bezahlt? 3,5, ne? Für so einen Anhänger? Ja. Echt in die hohle Hand geschissen, muss ich sagen. Inklusive Autolot sogar. Ja. Also das war echt inklusive noch. Noch einer gegen hier. Andi, Alter, was hat denn der für ein Moped mit? Andi wieder umgekehrt. Wieder mit dem Ladebar, mit dem... Ah, hier, Rupa oder geschossen gegen? Ja. Gut, dann mache ich einen, kaufe ich den Schwader und dann verkaufe ich den anderen danach. Ja. Der steht hier bei uns bei den Missionen, ne? Habt ihr den, also seid ihr schon durch damit? Ja. Okay. Also, sind schon wieder bereit? Nee. Nächstes Mal spulen wir es. Die bei den Schafen ist, glaube ich, fertig. Kann das sein? Ich bin da vorhin, also vor den Schafen, ich bin da vorhin hingehopst. Und ich meine, ich bin im Gras versunken. Das klingt auch ein bisschen falsch, Gras ne? Gras versunken, meint er. Ja. Ja. Negativ. Schade. Sind alle dunkel. Aber wir haben ja erstmal die beiden Silos sind ja eh voll. Doch, Schafe hinten, ja. Achso. Aber. Ja, gut. Ist jetzt wirklich lohne. Oh, Alter, ich dachte, du hämmerst so mich rein, Tenso. Wenn du ankamst, Alter. Haben wir Kommentare bekommen die Woche über? Aber sowas von. Aber. Halleluja. Also warte, kurz vorweggegriffen, ja. Der Kommentar schlechthin war kein Kommentar. Schon wieder? Die ganze Woche? Hervorragend. Wo kommt denn das her, sag mal? Tenso hat ja lang gestiftet. Ich bin unschuldig. Das sagen alle, die unschuldig sind. Genau. Jeder, der was getan hat, sagt auch immer, ich war's nicht. Ja.
So. Ich habe die beiden schon mal zum Wiesenanfang gebracht. Morgen gleich ist viel fahren. Bin noch on the way. Sind die schon wieder am Ernten oder immer noch? Die Andi kann damit nicht umgehen, sehr gut. Nee, Andi ist gerade dahin gefahren. Schon wieder also. Ist ja abartig. Wir schauen mal gerade in die Punkte rein kurz. Zum Wochenstart. Hof 2 führt wieder mit 67,9 Punkten. Hof 3 mit 62,1. Und Team Servus mit sensationellen 12,3 Punkten. Wuhuup. Ja, also, warte ganz kurz. Ganz weit vorne. Da kann man ruhig mal klatschen. Da, liebe Leute, diesmal kein Kommentar. Genau, ein Clap in die Kommentare statt kein Kommentar. Man muss aber dazu sagen, bitte, dass wir die letzten 60 Punkte, die wir gemacht haben, aufgeteilt haben zwischen den beiden anderen Teams. Genau. Wir hatten ein wenig Mitleid. Damit die auch eine Chance haben, müssen wir ein paar Punkte abgeben. Also, so fair sind wir dann doch. Eben. Das wollte ich doch wohl meinen, ne? Ja. Die Ballenabgabe war das hier? Oh Gott, jetzt muss ich erst mal gucken, nicht, dass ich falsch abgebe. Das wäre doof. Das ist zu 30% abgeschlossen. Ja. Da bist du geschickt. Da stehe ich richtig? Nee. Ja, gut. Ja, da stehst du richtig. Also der Trecker hier, ne? Ja. Da kommt ein Villa Kubota-Fahrer. Ich kann den Schwader auch mitnehmen. Warum ist das eigentlich passen? Siehst du nur so was kleines Rotes langflitzen? Ich hab noch. Kurz abgehoben. Ich hab noch ein paar Ballen hier drauf. Hallo, Hasen? Oh shit. Ja? Ja. Ich hab noch ein paar Ballen hier drauf. Gib ab, die kommen alle da oben hin. Ja, aber hier für das andere, wenn wir die eine jetzt abschließen. Und 127 nur behalten. Wir haben doch dann immer noch übrig. Wir haben doch immer noch hier Ballen rumliegen. Ja, aber dann haben wir die beiden schon abgeschlossen. Die Ballen holen wir uns ja noch. Ich hab jetzt beide ab, dann können wir die abgeben, ja. Ja, aber musst du nicht erst 103? Junge, was, versteht ihr mich nicht? Oder? Die 130 beenden? Muss nicht zwingend sofort. Nee. Der zählt ja dann bei der anderen Mission weiter. Nicht, dass er uns jetzt Geld dafür gibt. Nee. Gut. Nee. Weil er beides gleich Abladestelle. Ja, okay. Und? Das war meine Frage. Alles gut. Abgeschlossen. So, auf. Der Kubota hebt ab. Jetzt haben wir noch 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ballen. Dann entschuldige ich mich und nehme alles zurück. Gut. Digga, es tut mir leid. 64 können wir machen, wenn ihr noch wollt. Klar. 14.000. Wir haben auch einige Spritzmissionen, sehe ich hier gerade, ne? Mit 6.000, 5.000, vielleicht... Kann ich in der Zwischenzeit machen, wenn du... Vielleicht nur eine Ballenmission und dann spritzen, weil das auch sehr schnell geht? Wäre das eine Option? Ja. Parallel, so, genau. Dann nehme ich die... Ich habe die 64 angenommen. Ja. Hoi. Und die teuerste Spritze bitte dazu. Ich bringe euch die Anhänger und dann fahre ich spritzen. Ja. Habe ich. Ich krieg den Schwader zu sehen. Hast du angenommen? Habe ich ja. Ab von der Kubota. Also. Den Schwader kann ich gleich mit zurück. Ne, der musste zu 64 jetzt. Den Schwader näher umtauschen. Der neue steht ja schon am Händler. So. Willst du das sonst machen? Ja, ich kann den mitnehmen gleich auf der Rücktour. Okay. In der Nähe hier. Okay. Scheiße, jetzt kann ich den neuen Schwader nicht mitnehmen. Oben. Was hat der für eine Kupplung? 3 Punkt. Ist, sonst, ich komme dir entgegen, ich schnapp mir die Anhänger. Pack die mal irgendwo an der Seite. Aber die müsste ich ja mit dem Kubota holen können. Ach, 64, hier. Fährst du den same way wieder zurück? Hast gesehen, Säge? Ja, ne? Ja, fahr ich. Ja, ich weiß, wo die ist. Okay. Deswegen hab ich gerade umgedreht. Gut, ich warte nochmal kurz. Ich schon mal gerade runter. Hier rein. Voll an einfach vorbeigehämmert. Ja, Ecke. Oh, da hinten passt bloß auf, du. Da ist die Einfahrt so schmal und dann davor, die Bäume haben Kollision alle. Du kaum eine Chance, da durchzukommen. Da bin ich beim letzten Mal auch kleben geblieben. Ich komm da durch. Ja. Ich kann fahren. Zur Not wird der Baum auch einfach abgenommen. Genau, Kettensäge ist am Start. Kettensäge. So, und während wir hier nämlich eben auf den Anhänger warten, können wir mal die Kommentare durchgehen, was wir da so Schönes haben. Ich hämmert hier keiner rein, wenn ich die jetzt hier hinstelle. Vielleicht dauert es zum Abholen, keine Sorge.
Oh, hier habe ich auch einen schönen tatsächlich. Der ist zur vergangenen Sonntag. Zur vergangenen Sonntagsfolge. Ja, doch, ist korrekt. Also zu vorgestern. Folge 130, da hat der Manuel geschrieben. Das war die Folge, wo wir alle zusammengesessen haben. Wow, solch tiefgründiges Gespräch hätte ich jetzt nicht erwartet. Ralf hat ja im Stream heute Morgen davon berichtet, dass in der Sonntagsfolge heute mal alle in einem Chat sind. Hast du das da schon gewusst? Hat er das nicht einfach, hat er das nicht in der Aufnahme reingeschrieben? Oder bin ich jetzt doof? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Würde mich auch nicht wundern. Du hast es nicht mitbekommen. Du hast das Memo wieder nicht gelesen. Scheiße. So. Trotzdem ist es wichtig, auch mal solche Themen anzusprechen. Vielleicht geht dann der ein oder andere mal zum Arzt, um sowas abzuklären und sich nicht einfach mit dem Schlafmangel abzufinden. Ich wünsche euch heute Abend eine schöne Aufnahme. Manuel, vielen herzlichen Dank für den Kommentar. Ehrenmann. Prost. Und die Worte, die auch richtig sind, natürlich. Glaskugel und so, Dennis, du weißt. Hier habe ich noch den Kommentar, den du Sonntagmorgen erwähnt hast. Mit den Heumissionen, mit Ladewagen abfahren. Ja. Den du kommentiert hast. Guter Call, hast du gesagt. Ja, aber wir haben festgestellt, dass das nicht funktionieren wird. Weil Ballenmissionen erkennen, ob es ein Ladewagen oder eben tatsächlich ein Ballen ist. Also ob es lose ist oder ein Ballen. So wie ich vernommen habe heute Morgen. Nein, Sonntagmorgen. Mann! Mann! Guten Morgen! Ja, irgendwie war es so am Sonntag, ja. War der Tenor, dass es erkannt wird irgendwie von der Mission. Ja. Von den Missionsmanagern. Ja, schade. Sonst wäre es natürlich wirklich ein guter Call. War den eigentlich noch keiner gucken beim Shop, das, was wir hier gekauft haben? Oder war das, haben wir den schon länger hier stehen? Ich glaube, das sind so viele mittlerweile gar nicht mehr. Und das hat einfach ausnahmsweise mal keiner mitbekommen. Ach, Sofa, genau. Über die Wiese hier fahren. Die Ballen verkaufen wir auch dann, ne? Später mit. Würde ich sagen. Gab jedenfalls gut Geld, also verkaufte Ballen. Ja. Aber das, ja. Oh, wenn ich jetzt einen Ballenspieß hätte, das wäre natürlich auch super. Ja, hattest du keinen dran vorne? Ich habe, obwohl geht auch, ich habe die Mistgabel oder Silagegabel oder was ist das hier? Achso, ja, das geht aber auch. Ah ja, doch, geht auch. Ja. Das sehr cool. Heute. Alle Zypo. Dann stapel ich die schon mal so ein bisschen. Ja, ach, da kommst du ja schon. Das ist auch gesehen, ne? Ja. Im Teamspeak meint ihr? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Fünfer Squad hat sich da gebildet. Die anderen beiden sind jetzt alle. Ach nee, doch nicht. Egal, wir lassen uns nicht abhalten hier. Noch ein Müh. Oh, oh. Ein bisschen zurück. Ja. Papaya, Papaya. Mit so viel Gefühl, du. Wahnsinn. Hey, kannst du ja den Schwader mitnehmen, ne? Ja. Du brauchst Ralf nicht extra hierher gucken. Kann ich gleich machen, ja. Ich müsste auch gleich wieder Mähwerke? Zurück zum Hof, ne? Die stehen hier mit dem Xerion am Feld. Bei uns. Also da, wo ich jetzt gerade noch unterwegs bin. Xerion sind dran, okay. Ja. Ja. 64, achso, dahin, okay. Wenn ich und dann da, ja. Ah, ne? Wo müssen wir da lang? Kommen wir an die 64 ran? Zu 64? Rechts vom Feld ist ja der Weg. So. Also, ja, du musst an dieser Kreuzung bei der 63, 66, musst du auf die 63 drauf fahren und dann den Weg daher fahren. Ich weiß ja gar nicht gesehen. Hast du ihn umgenietet oder was? Nee. Er ist nur ausgewichen. Feigling gespielt mit ihm. All good, sagt er. All. Der Aal ist gut, sagt er. Der Aal ist gut.
Eine gute Aal. Ah, es war wieder ein langer Tag. Denso, bist du schon unterwegs oder sitzt du da jetzt wirklich noch? Dennis? Unterwegs wohin? Achso, nee, du sitzt da noch. Ich sitz hier noch, ja. Also, wenn du eine Aufgabe sonst hast für mich. Ich bin der Meinung, ich habe sonst immer die Namen über den Spielern gesehen. Dennis? Ja. Ich will den Namen über dich. Aber erstmal machst du Ende. So sieht's nämlich aus. Was? Achso, ist schon wieder? Ja. Tatsächlich. Ja, liebe. Entschuldigung. Wir machen einfach länger. Nee, liebe Leute, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar dort. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.